Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute haben wir ein sehr cooles Video, wie ich finde, und zwar meine letzten 5 Einkäufe. Sei es Top oder Flop, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ich davon vielleicht noch wegschicken soll oder nicht, was ihr nicht so cool findet oder nicht, weil ich bin noch bei ein, zwei Sachen am struggeln, ob ich dann nicht doch die Retoure benutze und die nochmal zurückschicke. Nun gut, ich würde sagen, wenn euch so eine Videoidee gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, wir sind kurz vor den 3000 Follower, lasst gerne Follow da und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Let's go. Fangen wir an. Ich werde euch im Hintergrund immer natürlich wieder wie immer Bilder ein- oder Fit-Videos einblenden. Und zwar hatte Vicinity, Grüße gehen raus. Ich kenne den Kollegen auch, der das macht. Deswegen, da mache ich gerne für Werbung. Zieht von Anfang an durch. Macht echt super Sachen, muss ich sagen. Mit jeder neuen Kollektion gibt es echt eine dicke Steigerung. Ist auch gar keine Newcomer-Brand mehr. Ich glaube, hat knapp 200.000 auf Instagram mittlerweile. Die Shirts kann ich euch nur empfehlen. Ich habe selber mal von der letzten Kollektion ein Shirt geholt. Fit, Qualität, wirklich top, hat mir sehr gut gefallen, könnt ihr gerne abchecken, aber ich dachte mir, komm Robby, gönn dir ein Strickswetter. Hier muss ich mal kurz die Cam verschieben. Oder wir können das ja mal so machen, hier seht ihr die 4 Colorways unter meiner Facecam und wir haben einmal einen schwarzen, einen weißen, so einen beigen, off-white-farbigen Sweater und einen blauen Ton. Und ich fand den blauen so vom ersten Ding her am verrücktesten, am heftigsten. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Hier seht ihr auch die Bilder dazu. Ich trage sehr, sehr gerne schwarzen, deswegen dachte ich mir, komm Robby, nimm den schwarzen mit, da wirst du nichts falsch mitmachen. Vielleicht ist der blaue dann doch so ein Ding, was du nur seltener tragen wirst. Schau erstmal, gefällt dir der überhaupt, weil ich wollte mir direkt 2 auf einmal bestellen. Schau erstmal, gefällt dir der überhaupt, und ich blende euch jetzt ein Fit-Video im Hintergrund mal ein von dem schwarzen Sweater, den ich mir bestellt habe. Der kam gestern an. Ist cool cropped, wie ich finde. Ich bin 1,75, wiege 71 Kilogramm und trage eine M auf dem Sweater, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Vielleicht würde ich mir den nochmal jetzt, wenn er noch nicht ausverkauft ist, ich bin mir gerade gar nicht sicher, würde ich mir den nochmal in M in Blau holen die nächsten Wochen. Vielleicht in ein paar Wochen, wenn er dann noch online ist, zu den etwas kälteren Tagen Richtung vielleicht Ende August, schon Anfang September. Müssen wir schauen, wie da sich das Wetter auch entwickelt. Das ist so ein Top-Einkauf von den 5 Teilen. Hier bin ich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Dann geht's weiter mit Young Signed. Sollte der ein oder andere von euch auch kennen. Und hier habe ich mir ein neues T-Shirt geholt von Young Signed mit so einem, ja, ich sag mal, das ist wie so ein Kreuz, so ein Circle T nennt sich. Hat so ein bisschen Chrome Hearts Vibes, finde ich. Blendet euch auch im Hintergrund jetzt einmal ein Fit-Video ein. Hier ist wirklich alles top. Unten hätte der für meinen Geschmack, sage ich mal, etwas mehr cropped sein können. Und der Kragen, das ist halt nicht mein Geschmack. Bedeutet nicht, dass es ein Flop ist, sondern er hat halt wirklich einen sehr hohen Kragen und das ist nicht so meins. Es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie, keine Ahnung, falsch verarbeitet wurde, sondern einfach, das ist so und mir gefallen allgemein nicht die Shirts mit dem hohen Kragen. Ich muss sagen, hier hatte man leider kein Bild, wo das irgendein Model angezogen anhatte, sonst hätte ich das wahrscheinlich direkt erkannt. Hier auf dem Bild dachte ich mir, okay, ey, sieht cool aus, gibt mir wie gesagt so ein bisschen Chrome Hearts Vibes vom ersten Blick her. Habe ich mir mitgenommen für 38 Euro, ist auch gerade im Sale. Und allgemein kann ich euch den nur empfehlen, will auch nicht hier sagen, dass es unbedingt ein Flop-Einkauf war. Hätte ich das gewusst, sage ich euch so wie es ist, hätte ich mir den nicht geholt, weil wahrscheinlich wird er jetzt bei mir nur rumliegen, weil ich das wirklich nicht so feier, wenn, also ich mag das auch nicht, wenn es komplett breit ist, sondern einfach so wie hier. Aber ansonsten, wenn ihr, oder wenn euch das gefällt, kann ich euch das zu 100% nur empfehlen. Ansonsten habe ich mir direkt, wenn wir springen zur nächsten Sache bei Young Signed, zum Summer Sale von 76 Euro auf 38 Euro. Also das ist ja wirklich ein geisteskranker Schnapper. Hier habe ich mir so ein Nylon-Shirt, Nylon-Hemd bestellt mit einem Reißverschluss. Fand ich sehr cool, gibt mir auch hier so ein leichte, ja, ich will jetzt nicht gerade irgendwas vergleichen, aber Prada-Vibes, so Prada-Hemd-Vibes von dem Nylon-Stoff her. Bedeutet nicht, dass es kopiert ist, sondern hat mir nur diese Vibes gegeben. Fand ich sehr, sehr cool. Habe ich mir geholt, sehr clean, sehr basic. Bin wie gesagt 1,75 groß, immer noch. Bin nicht gewachsen in den letzten paar Minuten, aber ansonsten auf jeden Fall auch hier zum so viel zum zweiten Teil zu Young Signed. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zur nächsten. Dann war ich auf der Suche nach guten Basic Zip-Jacken und bin natürlich bei Peso gelandet, weil Qualität, wissen wir alle, macht Peso nichts falsch mit. Mir hier den grauen Hoodie, den ihr im Hintergrund seht, geholt. Blende ich auch hier wieder im Video ein. Hier habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Vor allem bei den Basics von Peso habe ich ja schon mehrere Shirts auch in der Vergangenheit gekauft. Und ja, ihr seht es im Hintergrund, können wir eigentlich ganz schnell das Ding rausmachen. Sieht gut aus, fittet gut. Ist halt so ein Basic All-Time-Ding, was man gefühlt noch in 50 Jahren tragen kann. Was ich dann meinen Enkelsohn vererben kann. Aber so viel auf jeden Fall zu den Basic-Teil von Peso. Okay, die Aufnahme, die ihr eben gesehen habt, wenn ihr auch unten rechts auf das Datum achtet. 6.8. Jetzt ist es 7.9. Genau ein Monat circa her. Gestern ein Monat. Warum, wieso? Das Video sollte nie online kommen.
habe mir dann doch überlegt, habe mir das gestern, also das Video angesehen auf meiner Platte und dachte, okay, ist eigentlich ein cooles Video, kann man so droppen. Tut mir auch vorab leid, dass so lange kein Video kam. Ich habe aber einen Teil für euch, das ich auf jeden Fall noch hier ins Video mitpacken wollte und deswegen dann auch dachte, okay, das Video wäre dann doch ganz cool. Und das ist dieser Polunder von ASOS. Ich habe den bis jetzt, also ich habe den jetzt so seit 3 Wochen, ich habe den einmal in Düsseldorf getragen und einmal in Köln und habe damit ein Bild auf Insta gepostet und ich habe, ey, so viele Komplimente zu diesem Polunder bekommen. Das ist geisteskrank und ich blende euch auch jetzt im Hintergrund ein Video ein, weil man auch allgemein, sage ich, weniger Leute sieht mit Polunders vielleicht und vor allem jetzt zur Herbstzeit mit einem Shirt, ein Polunder drüber, man kann trotzdem noch mit einem Shirt rausgehen. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm und ja, es ist also wirklich sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, ist derzeit so von meinem Kleiderschrank mein favorite Teil, was ich besitze. Zumindest das, was ich jetzt gerade am meisten rocke. Ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwas Neues habt, ist es halt immer so, dass ihr das am meisten rockt und ich bin sehr, sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Ich trage halt darunter wirklich immer halt so ein Shirt. Ich trage das jetzt nicht so wie hier im Hintergrund, dass ich da, sage ich mal, gar nichts drunter trage. Kann man aber natürlich auch machen, aber das war oder wäre dann auf jeden Fall hier das 5. Teil und hier kann ich euch auf jeden Fall top sagen. 32 Euro, vielleicht nochmal 20% auf alles mit dem Code Brezel, warum auch immer Brezel. Spart ihr euch da nochmal was, könnt schauen, ob eure Größe noch verfügbar ist, sollten Standpunkt jetzt alle noch am Start sein. Wenn nicht, könnt ihr das auch bei ASOS zurückschicken. Also keine Kooperation, aber ich finde es wirklich super und bin sehr überzeugt davon. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr wollt, dass dieser Kanal aktiv bleibt, gerne mal Videowünsche in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und Peace. My hoes in contour, my clothes are Tom Ford. My bros, they want wars a lot. When I'm on tour, yo, tell your guys. It's funny, I'm getting to the bag. Got these niggas mad, they just went and started telling lies. Tom Ford boxer 7-5. Since I got raps, I must have heard every lie. There's a long list of rappers, I didn't get in line. I said I'm coming and you niggas better step aside. It's 45 for the kilo, ain't no bargaining me. Put Fred on your song and no